So, jetzt aber. Ja, also dann herzlich willkommen. Unser Webinar heute heißt Digitale Barrierefreiheit im Hochschulkontext, Zertifikat Barrierefreie Lehren. Mit mir dabei ist Anja Gutjahr von der PH Heidelberg und auch gleichzeitig an der Hochschule der Medien angestellt. Ich bin Gottfried Zimmermann und Leiter des Kompetenzzentrums für digitale Barrierefreiheit an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Und auch noch zum Team gehört die Cathy Ann Heidmeier, und die auch von der Hochschule der Medien ist, und Laura Eppler von der Hochschule der Medien und Hakan Çekin von der PH Freiburg und Kim Althoff von der Uni Bielefeld. Sie sehen schon, das ist eine Gemeinschaftsaktion, was wir hier vorstellen heute, dieses Zertifikat. Und es ist ein Ergebnis des Projekts Shuffle, das von der Stiftung Innovation in der Hochschule Lehre gefördert wird. Da sage ich gleich noch mal ein bisschen was dazu. Das Projekt Shuffle, das Akronym, gibt tatsächlich etwas Sinnvolles, nicht nur einfach würfeln oder schütteln, sondern wenn man die Buchstaben richtig zusammenfügt, dann kann man erkennen: Hochschulinitiative Digitale Barrierefreiheit für alle. Es geht also darum, dass wir an den Hochschulen fit werden für eine Lehre, die barrierefrei ist. Also es geht darum, dass die Lehrenden befähigt werden, Barrierefreiheit umzusetzen in ihrer Lehre. Und da gehört eben auch natürlich dazu die digitale Barrierefreiheit von Lernmaterialien, aber auch wie man generell umgeht mit Studierenden mit Beeinträchtigungen und wie man Versammlungen vor Ort und digitale Veranstaltungen so gestaltet, dass alle gut teilnehmen können und im Sinne von inklusiv. Wir sind gefördert worden seit August 2021 und haben auch eine Verlängerung bekommen, sodass wir insgesamt bis Dezember 2025 gefordert werden. Das ist die Chance auch für Sie und für andere, die jetzt nicht im Projekt mitarbeiten, noch während der Projektzeit auch uns zu helfen, hier die Ergebnisse oder Teilergebnisse, die wir jetzt schon haben, mit auszuprobieren. Und eines dieser Ergebnisse wird eben ab Herbst zur Verfügung stehen, das Zertifikat oder wir nennen es Knowledge Badge, barrierefreie Lehren. Die Projektpartner sind Hochschule der Medien in der Leitung, Universität Bielefeld, PH Heidelberg und PH Freiburg dann noch als Verbundpartner dazu. Ja, ich habe schon ein bisschen gesagt, was die Ziele sind von Shuffle. Wir wollen einfach die Verbesserung der aktuellen Hochschullandschaft bezüglich Barrierefreiheit vorantreiben in einer systematischen Weise. Das heißt gezielt, nicht nur hier und da. Und eines unserer Ergebnisse ist ja das Reifegradmodell. Dazu haben wir auch schon berichtet. Wir wollen eine chancengerechte Teilhabe ermöglichen im Studium für alle Studierenden, aber als Nebenprodukt eben auch für alle Mitarbeitenden und alle Lehrenden. Das ist dann auch was eben dadurch gefördert wird. Und in der Entwicklung haben wir eigentlich in allen Arbeitspaketen begonnen, zunächst mal die Anforderungen zu ermitteln über Partizipation von Lehrenden und Studierenden. Wir verfolgen generell den Universal Design for Learning Ansatz, der von CAST bekannt ist, wo man eben sagt, wir brauchen verschiedene Möglichkeiten, Informationen wahrzunehmen, und auf verschiedene Weise müssen die Studierenden aktiviert werden, und wir brauchen auch verschiedene Arten, wie wir Wissen abfragen und Kompetenzen prüfen. Und alles, was wir hier entwickeln und schaffen, wird ja öffentlich gefördert und steht deshalb auch öffentlich zur Verfügung als OER, also Open Educational Resource. Wir haben das sogar in der Regel so gemacht, dass wir richtig Pakete daraus schnüren, also nicht nur einzelne Bausteine, sondern man bekommt bei uns zum Beispiel einen Online-Kurs für das Zertifikat, das ein ganzes Paket ist, das man einfach dann auch durcharbeiten kann. Und insgesamt entwickeln wir ebenso Instrumente, um die digitale Barrierefreiheit an Hochschulen zu verbessern. Und eines dieser Ergebnisse oder Produkte, die wir jetzt entwickelt haben oder mittendrin stehen, ist das Zertifikat Barrierefreie Lehren. Und wir nennen das Knowledge Badge. Und zwar deswegen, weil wir dieses Zertifikat, ich sage es einfach mal so als Zertifikat, innerhalb der Berufs-
Vereinigung IAAP, deutscher Zweig DACH, DACH, also deutschsprachig, muss ich sagen, deutschsprachiger Zweig Deutschland, Österreich und Schweiz. Darüber wollen wir das anbieten ab Herbst. Und es ist eben ein bisschen etwas anderes als diese offiziellen Zertifikate von IAAP. Die kennen Sie vielleicht, CPAC als das Grundlagenzertifikat, WAS für Web Accessibility Specialist und ADS für Accessible Document Specialist. Diese Zertifikate, die gibt es ganz offiziell bei IAAP. Da gibt es eben dann auch Examen dafür, die man machen kann. Und IAAP selber bietet dafür kein Training an. Und wir möchten jetzt eben für Lehrende ein spezielles Zertifikat machen, eigentlich nur für diesen, sagen wir mal, für diese Rolle an Lehrende an Hochschulen, kann aber auch nützlich sein für Lehrende an Schulen. Und wir nennen das eben Knowledge Badge, um das ein bisschen zu differenzieren und abzuheben von den offiziellen Zertifikaten von IAAP. Das Problem, das wir haben, das ist Ihnen sicher auch bekannt. Ich weiß nicht, ob Sie von einer Hochschule kommen oder einfach auch vom anderen, vom Lernkontext. Die Lehrenden, die kriegen in der Regel eine Ausbildung oder haben Grundwissen in ihrem Fachbereich, kriegen vielleicht auch noch ein bisschen Didaktikwissen obendrauf. Bei den Hochschulen ist es nicht immer so, aber man hat die Möglichkeit, über die Didaktikzentren sich das zu erwerben. Aber es gibt eigentlich keine Möglichkeiten heutzutage, sich eben das Fachwissen und die Kompetenzen für eine Lehre beizubringen, die barrierefrei ist. Also ich spreche jetzt nicht von Wissen, wie man jetzt eine barrierefreie Website oder sowas macht, also technisches Wissen, sondern ich spreche davon, wie man Lehre so gestaltet, dass sie in der Art und Weise barrierefrei ist. Und ein bisschen technisches Wissen gehört natürlich auch dazu. Das heißt, wir haben ganz viele Lehrende an den deutschsprachigen Hochschulen, die fachlich fit sind und auch vielleicht didaktisch sich fortgebildet haben, aber eigentlich nicht wissen, was dazu gehört, um Lehre barrierefrei zu gestalten. Die hätten vielleicht auch, wir haben auch eine Umfrage gemacht und es gibt viele, die sich das wünschen. Und wir wollen diesem Wunsch, dass sie da eine Fortbildung, eine Weiterbildung bekommen, eben auch diesem Wunsch zur Erfüllung helfen. Es geht darum, dass dieses Zertifikat oder dieses Knowledge Badge Grundkompetenzen vermittelt. Und was bei Lehrenden auch natürlich ganz typisch ist, sie haben keine Zeit. Das betrifft uns alle. Es muss irgendwie so nebenher gehen, geht aber auch nicht ganz. Weil man muss ja etwas lernen. Das heißt, man braucht schon ein bisschen zusätzlichen Zeitaufwand, um das erst einmal zu lernen und umzusetzen. Und deswegen haben wir einen Selbstlernkurs konzipiert, einen Online-Kurs, der dann ab Herbst auch kostenlos zur Verfügung stehen wird, vielleicht auf unserer Moodle-Plattform. Und dann kann man entweder im Selbstlernmodus oder als Lerngruppe oder über die Didaktik, über die Ausbildungen und Kurse der Didaktikzentren kann man sich das Wissen erwerben. Und wir werden auch ein Examen anbieten. Und dann kann man eben auch ein Badge bekommen am Ende, also ein Zertifikat dafür. Und wir wollen dieses Examen bewusst eben anbieten, damit jetzt eigentlich, man muss eben auch zeigen, dass man eine Kompetenz erworben hat und nicht nur, dass man dabei war und sich die Dinge angeschaut hat. Viele Zertifikate sind ja nur Teilnahmezertifikate. Bei uns geht es wirklich um den Nachweis der Kompetenz, zumindest was eben in einem Online-Examen möglich ist. Und Anja Gutjahr wird nachher auch noch mal eine Frage präsentieren, die Sie so ein bisschen als Beispiel nehmen können, wie so eine Examensfrage aussehen kann. Da können Sie schon gespannt sein, wenn Sie Ihr Wissen ein bisschen testen. Ja, und jetzt würde ich gern Ihnen zeigen, wie der Kurs aussieht. Das habe ich nur gerade. Aha, ich erfahre gerade, dass unser Server ausgefallen ist, weil eine Grafikkarte gerade eingebaut wird. Das ist ganz schlecht. Dann erkläre ich Ihnen das hier an diesem Bildchen. Ich habe ja hier einen Screenshot gemacht, schon vorsorglich. Dieser Kurs besteht aus 4 Modulen. Und wir haben versucht, eben das Allernotwendigste zusammenzustellen, was ungefähr einem Lernaufwand von ganz grob
30 Stunden entspricht. Das heißt, es ist schon ein bisschen was, was man sich einplanen muss, vielleicht am besten in der vorlesungsfreien Zeit und dann immer mal wieder 4 Stunden drangehen und es durcharbeiten. Es gibt im Kurs selber 4 Module und die sind wiederum gegliedert in Lektionen. Und in den Lektionen gibt es zum Teil textliche Inhalte, zum Teil dann auch grafische Inhalte, Videos, die man sich anschauen kann. Und eben auch immer wieder zwischendurch Quizfragen, mit denen man auch testen kann, ob man was ja, mitgelernt hat. Das sind aber nicht die Examensfragen. Und das Examen selber kann man natürlich noch nicht einsehen, sondern nur dann, wenn man sich dann anmeldet. Das sagen wir später noch was dazu. Es wird eben auch ein Forum geben in diesem Kurs, wo sich die Lernenden untereinander auch unterhalten können, wenn irgendwas im Austausch gerade ansteht und wenn man über etwas diskutieren möchte, vielleicht auch, wo man sich auch melden kann, wenn man mit den Inhalten irgendwie Probleme hat. Und wir werden auch eine Umfrage da anschließen, sodass wir dann Feedback bekommen, wo wir vielleicht noch Dinge auch verbessern können. Im Modul 1 lernen wir die Grundlagen. Da geht es um Dinge wie, was ist eine Behinderung, was bedeutet Inklusion, welche Arten von Einschränkungen gibt es, insbesondere bei Studierenden. Und wir haben wirklich auch bewusst versucht, der BEST-3-Studie, die ja jetzt auch seit einem halben Jahr raus ist, auch entsprechend Folge zu leisten, indem wir jetzt nicht nur die, sagen wir, klassischen Behinderungen mit reinnehmen, sondern auch Behinderung, Einschränkungen durch mentale Gesundheit oder durch eine Pflege, die von Studierenden gemacht werden müssen. Also da sind wir, wollen wir sehr inklusiv sein und wir wissen ja auch, dass 2 Drittel fast der Studierenden, die über eine Einschränkung berichten, eben dieser Kategorie mentale Gesundheit, psychische Einschränkungen zuzuordnen sind. Das ist einfach wichtig, darüber Bescheid zu wissen, auch über die Bedarfe. Wir haben auch in Shuffle, das haben Sie vielleicht schon gehört, in einem vorangegangenen Webinar, eine interaktive Website mit Personas erstellt und wo eben auch diese Einschränkungen dann ganz plastisch ja, dargestellt sind anhand von fiktiven Studierenden. Dann im Modul 2 geht es um die Vielfalt der Benutzerbedürfnisse, eben auch nochmal dann vertiefend, welche Arten von Einschränkungen, was für Bedürfnisse sind daraus. Entstehen daraus, worauf muss ich Rücksicht nehmen, zum Beispiel bei schwerhörigen Studierenden, sowas wie eine ja, FM-Anlage, in die man reinsprechen kann, oder Induction Loop. Oder dann, was ist ein Screenreader, wie funktioniert das, dass man da so ein bisschen auch ein Gefühl dafür bekommt. Modul 3 ist Barrierefreiheit in der Hochschullehre. Also da geht es darum, dass wir Barrierefreiheit eben dann bei Veranstaltungen in der Hochschule, sei es nun vor Ort und online, richtig umsetzen. Auch sowas wie Nachteilsausgleiche. Was gibt es da für Möglichkeiten? Und dann natürlich auch im Sinne von Universal Design for Learning, wie kann man die Lehre so gestalten, dass man wirklich alle Studierenden anspricht damit. Und es geht ja nicht nur um Studierende mit Einschränkungen, sondern es ist ja auch eine Verbesserung für alle, wenn wir eine inklusive Lehre machen. Und dann im Modul 4 geht es um Tooling. Da haben wir Word und PowerPoint und Excel, wie man damit umgeht, wie man Dokumente barrierefrei macht. Wenn es dann ganz in die Tiefe geht, dann verweisen wir auch auf unsere erweiterten Checklisten, die es ja auch gibt, wo es dann wirklich auch einzeln umgesetzt ist, was das Gesetz fordert über die EN 301549. Ja, das war jetzt so ein kleiner Überblick über diesen Kurs und leider konnte ich es Ihnen jetzt nicht live zeigen, aber wenn Sie da Interesse haben, dann melden Sie sich doch bitte. Ich gebe am Schluss auch nochmal den Kontakt an bf-lernen@hdm-stuttgart.de und dann werden Sie auf dem Laufenden gehalten, auch über Newsletter, was die Pilotphase anbelangt, wenn Sie da mitmachen wollen. Ich sehe gerade die Frage, das ist ja auch schon mal wichtig, Kosten zu dem Kurs. Also dieser Kurs wird kostenlos sein. Es wird ja dann auch im Selbststudium ablaufen. Wir geben Ihnen kostenlos Zugang. Sie müssen sich nur einschreiben auf unserer
Moodle-Plattformen, man kann sich da selbst registrieren. Genau. Und beim Examen, da kommen wir nachher noch dazu. Das Examen wird voraussichtlich in der Pilotphase auch kostenlos sein. Später kann es schon sein, dass wir ein bisschen was verlangen müssen. Es wird aber nicht so hoch sein wie diese typischen Zertifikatskosten von IAAP, die dann gleich 500 € kosten oder so. Also wenn, dann wird es eher so auf diesen Selbstkostensatz sein. Tja, dann würde ich weitergeben an Anja. Bitteschön. Ja, vielen Dank, Gottfried. Ja, ich erzähle gleich was detailliert zu der Prüfung, zu dem Examen, aber ich würde gerne noch mal einen Schritt vorher noch mal auf die Relevanz eingehen, weil das schon noch mal wichtig ist in dem Zusammenhang. Gottfried, du hast es ja auch schon angedeutet. Eigentlich ist Digitalisierung ja in den Hochschulen angekommen. Aber die digitale Barrierefreiheit, die ist eben noch nicht angekommen. Das lässt sich auch tatsächlich mit Studien belegen. Es gibt eine sehr interessante, umfangreiche Studie zum Thema allgemein Digitalisierung an Hochschulen von 23. Monitoring Digitalisierung heißt die, glaube ich. Und da habe ich mal einen Aspekt rausgenommen. Fast 80% der Lehrenden an Hochschulen setzen tatsächlich auf Lehre mit digitalen Anteilen, mehr oder weniger in welchem Umfang, aber auf jeden Fall, Digitalisierung ist total präsent bei fast 80%. Ja, umso wichtiger, dass aber eben die digitale Barrierefreiheit genauso angekommen ist und umgesetzt wird. Also muss es eine Möglichkeit geben, wo eben digitale Barrierefreiheit auch gelehrt wird, den Lehrenden gelehrt wird sozusagen. Ja, und dass das eben nicht passiert oder noch nicht ausreichend, das zeigt uns die Bedarfsanalyse, die haben wir in Shuffle durchgeführt. Das war jetzt Februar 22. Da haben wir so eine Ist-Stand-Erhebung gemacht an unseren vier Partnerhochschulen, wo also das Projekt Shuffle stattfindet. Wir hatten Studierende befragt, als auch Lehrende. Und da ging es bei der Lehrendenbefragung hauptsächlich darum, wie eben digitale Barrierefreiheit wahrgenommen wird, angenommen wird, umgesetzt wird. Und es ging auch um Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten. Ja, und da zeigt sich, dass tatsächlich nur 11% der Lehrenden bereits eine Schulung zum Thema digitaler Barrierefreiheit hatten. Das sagt jetzt qualitativ auch nichts darüber aus, wie tiefgehend das war. Auf jeden Fall immerhin 11%. Aber wenn man noch ein bisschen näher hinschaut, waren es auch sogar nur 5%, die gesagt haben, sie haben Schulungen erhalten zu den rechtlichen Grundlagen digitaler Barrierefreiheit, was ja nochmal spezifischer ist, aber eigentlich Basics sind in dem Themenfeld. Denn eigentlich müssen Lehrende wissen, was die rechtlichen Rahmenbedingungen sind, was sind die Rechte der Studierenden mit Beeinträchtigungen und was müssen eigentlich die Lehrenden tatsächlich umsetzen, beziehungsweise was müssen die Hochschulen umsetzen. Okay. Auf der anderen Seite stellt sich aber auch ganz klar dar, dass Lehrende sagen, wir hätten aber genau das gerne. Also der Wunsch nach Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten in Bezug auf digitale Barrierefreiheit ist relativ hoch, also hier bei 64%. Und explizit die Möglichkeit, ein Zertifikat zu erwerben, haben auch 25% gesagt, also ein Viertel der Lehrenden. Das ist ja schon mal auch ein Support für unser Vorhaben hier. Okay, dann gehe ich ein bisschen auf das Konzept von dem Examen ein. Das ist eigentlich relativ schnell und simpel verstanden. So wie Gottfried das auch schon gesagt hat, wir wollen die Aufsicht beim IAAP-Dach platzieren. Das macht insofern auch Sinn, als das Projekt Shuffle ja Ende 25 ausläuft und es Sinn macht, Bezug auf Nachhaltigkeit für dieses Zertifikat, dass das auch weiter fortgeführt wird, auch wenn Shuffle nicht mehr existiert oder nicht mehr umgesetzt wird. Ja, das Examen selbst ist eine elektronische Prüfung. Es werden 50 Multiple-Choice-Fragen gestellt, momentan in deutscher Sprache. Diese 50 Fragen kommen aus einem Fragenkatalog, der um 150 Fragen umfasst und der sich natürlich an den von Gottfried eben vorgestellten Modulen des Kurses orientiert. Auch die Struktur ist relativ simpel. Es gibt eine Frage
mit vier Antwortmöglichkeiten und eine davon ist korrekt, also Single Choice. Das erinnert so ein bisschen, und das ist auch beabsichtigt, an zum Beispiel diese CPAC-Prüfungen, die eine ähnliche Systematik haben. Und gleich am Ende werden Sie mal so eine Frage beantworten dürfen, dann sind wir schon gespannt, ob Sie die richtige Antwort finden. Der Kurs selbst ist, oder die Prüfung ist auch auf Moodle-Basis. Da bekommen dann die Prüflinge kurz vor der Prüfung eben den Zugangscode. Und die Prüfung selbst dauert 60 Minuten. Rechts ist dann ein Countdown eingeblendet, dass man sich da auch zeitlich gut orientieren kann. Ja, geplant ist, dass die Prüfung unter Aufsicht geschrieben wird. Es wird dann feste Termine geben und feste Orte. Vor Ort sind dann eingewiesene Aufsichtspersonen, die dann auch die einzuhaltenden Regeln kontrollieren. Ganz klar, man soll keine Unterlagen, keine Hilfsmittel verwenden. Am Laptop ist dann nur der Browser mit den Fragen erlaubt, ganz selbstverständlich natürlich. Und genau, das Prinzip ist auch Pass-Fail, das heißt, man bekommt entweder man besteht oder nicht. Die Anzahl der korrekten Antworten, also es sind ja 50 Fragen, es wären dann also 50 Punkte, wo wir den Schwellenwert setzen, da sind wir gerade noch in der Entwicklung, da müssen wir nochmal schauen. Und gerade auch jetzt in der Anfangsphase wollen wir das auch iterativ entwickeln. Das heißt, wir überprüfen dann nach jedem Durchgang, ob die Fragen auch entsprechend angemessen sind, nicht zu leicht und nicht zu schwer. Den erfolgreichen Absolventen wird dann das Badge verliehen, barrierefrei lehren. Und sie erhalten auch die Möglichkeit, in der Expertendatenbank von IAAP DACH geführt zu werden, wenn sie das möchten. Ja, wir hatten es schon gesagt. Es gibt dann die Anmeldung, müsste über IAAP DACH erfolgen zu den Terminen, die dann ja so ungefähr 2 Monate vorher bekannt gegeben werden auf der Webseite von IAAP DACH und aber auch, solange es Shuffle gibt, natürlich auch von uns. Natürlich ist auch Nachteilsausgleich möglich. Das müsste einfach noch vorher beantragt werden, aber selbstverständlich wird das auch umgesetzt. Die Prüfung kann wiederholt werden, wenn gewünscht. Und das Knowledge Badge wird auf 5 Jahre verliehen. Und das ist erstmal so unser Konzept momentan und kann dann eben erneuert werden. Also da ist der Prozess aber noch nicht ganz abgestimmt. Ja, also man kann sagen, wir haben mit diesem Kurs und mit dieser Zertifizierung ein wirklich gutes Fundament, eine grundlegende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeit für Hochschullehrende geschaffen in Bezug auf digitale Barrierefreiheit, das, was es eben noch nicht gibt. Und so wie Gottfried auch schon betont hat, uns ist eben wichtig, dass es hier nicht um reines Wissen geht, sondern es geht um Wissen, was man gleich konkret umsetzen kann, also eigentlich Handlungskompetenz. Ne? Das Wissen, das man durch den Kurs erwirbt, kann man dann als Lehrender sofort in der Lehre im Berufsalltag anwenden. Und das ist ja das, was ja eigentlich passieren soll, weil es dann den Studierenden ja zugutekommt. Wir sehen aber auch andere Hochschulangehörige hier als Zielgruppe. Also natürlich sind alle Interessierte, allen steht es offen. Wir denken da aber auch zum Beispiel an die Beauftragten für Studierende mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen, selbstverständlich, aber auch Mitarbeitende im Prüfungsamt. Da ist es auch offensichtlich, weil die Relevanz-Nachteilsausgleich läuft über das Prüfungsamt im IT-Bereich, im QM oder auch andere Servicestellen mit Beratungen, die es eben in der Hochschule gibt. All die haben mit Sicherheit auch Schnittstellen mit Studierenden mit Beeinträchtigungen und da ist sowas natürlich auch von Relevanz. Ja, insgesamt kann man sagen, das Zertifikat ist ja für jeden, der das dann hat, eine Anerkennung des Erwerbs der Kompetenzen. Das ist ein Nachweis, damit hoffentlich ein gewisser Anreiz. Dass es solch ein Zertifikat, aber auch, dass es so etwas gibt, ist auch nochmal eine Sichtbarkeit der Relevanz des Themas. Also das trägt man damit ja auch nach außen. Und das wollen wir ja auch damit befördern. Und genauso wäre es, wenn wir diese Möglichkeit
diesen Kurs gibt, einfach auch nochmal weiter nach außen tragen, eine größere Reichweite erhalten. Man könnte es zum Beispiel auch an Hochschuldidaktikzentren verorten, also sei es jetzt in einzelnen Hochschulen, sei es auf Landesebene, also in den jeweiligen Hochschuldidaktikzentren auf Landesebene oder eben auch auf Bundesebene. Da gibt es ja auch verschiedene Angebote. Und auch das würde auf jeden Fall nochmal die Relevanz und die Sichtbarkeit des Themas digitale Barrierefreiheit befördern. Ja, und jetzt, wir haben es versprochen, haben wir eine Beispielfrage, die natürlich so nicht drankommt im Examen, aber geht in eine ähnliche Richtung wahrscheinlich. Die Fragen, das wäre jetzt vermutlich aus dem Bereich Tooling Documents, also das Modul Tooling Documents. Genau, also, welche der folgenden Aussagen über die automatische Barrierefreiheitsprüfung in Word ist richtig? Dann wäre die Antwort A, die Barrierefreiheitsprüfung erfasst alle Barrieren in einem Dokument. Oder B, die Barrierefreiheitsprüfung kann so eingestellt werden, dass sie während dem Bearbeiten des Dokuments Fehler anzeigt. Oder ist C richtig? Die Barrierefreiheitsprüfung ist erst ab Office 365 verfügbar. Oder D, die Barrierefreiheitsprüfung merkt nicht, wenn man Alternativtexte für Bilder vergisst. So. Ah, ich glaube, Gottfried, hast du da jetzt schon. Genau, ich habe sie schon gestartet Ah, als du hast schon Anfrage. gestartet. Sehr schön. Sie können Dann. mitmachen, müssen nicht, aber wär noch mal ganz nett. Also es gibt keine Preise und keine Strafen. Ja. Nee, haben wir uns so schnell nicht überlegt, hätten wir machen können, aber ein Preis. Ah, danke für alle Bitte. Das haben sich ja schon viele beteiligt hier. Ja. Sie sehen das jetzt, glaube ich, noch nicht, oder? Ja, doch. Ich glaube, wenn ich sie beendet habe, dann kann ich es für alle sichtbar machen. Im Moment ist sie noch geheim. Wer weiß. Also es ist immerhin für alle ist geheim, aber das Ergebnis ist auch noch nicht bekannt. Ja, ich mache einfach mal, denke ich mal, Schluss jetzt. Jetzt haben immerhin 18 schon abgestimmt. Das ist doch toll. So, und jetzt gebe ich mal die Ergebnisse bekannt. Und Anja, ta-ta-ta-ta. Was ist richtig? Ach so, soll ich das jetzt sagen? Ja, also die Mehrheit ist da liegt tatsächlich richtig. Es ist Antwort B. Ja, die Barrierefreiheitsprüfung kann so eingestellt werden, dass sie während dem Bearbeiten des Dokuments Fehler anzeigt. Ja, sehr schön. Konkretes Wissen, sehr konkretes Wissen, auch für Lehrende, die das gleich umsetzen können. Und das ist ein hilfreiches Tool. Und genau. Ja, super. Bin beeindruckt, dass so viele das richtig hatten gleich. Ja. Tatsächlich, ja. Ja, wir sind auch schon am Ende unserer kurzen Vorstellung. Das Ende ist der Anfang, nämlich, dass wir dann nach den Sommerferien eben die Pilotphase starten. Zurzeit sind wir noch dabei, vor uns die Prüfungsfragen so richtig zu justieren. Das andere ist eigentlich ziemlich fertig schon. Und wie gesagt, wenn Sie auf dem Laufenden bleiben wollen, dann bitte abonnieren Sie einfach unseren Newsletter. Da kommen auch die Shuffle-Nachrichten drauf. Aber jetzt haben wir noch die Gelegenheit, für Sie Fragen zu stellen oder Anregungen zu geben. Oder vielleicht haben Sie schon selber mal so ein ähnliches Zertifikat gemacht oder eine Weiterbildung in der Richtung gehabt und was Ihnen da aufgefallen ist, was Ihnen wichtig geworden ist. Können Sie gerne über den Chat mitteilen. Und wenn Sie möchten, können wir auch mal dann das Mikrofon freigeben. Dann würde ich aber vorher die Aufnahme beenden, weil wir ja einfach niemanden von Ihnen drauf haben wollen. Aber über den Chat gerne. Das Thema Kosten haben wir schon abgehandelt. Wir versuchen es wirklich so zu machen, dass es für alle machbar ist. Noch was vielleicht zur Verbreitung, also IAAP DACH, es ist ja der Berufsverband, deutschsprachige Zweig. Und ich denke, es ist da gut aufgehängt, hat ja Anja auch schon gesagt, weil es dann eben auch über die Shuffle-Projektzeit hinaus zur Verfügung steht und weil man dort dann auch entsprechende Arbeitskreise hat, die das betreuen können. Wahrscheinlich wird es irgendwo im Bereich Arbeitskreis Barrierefreiheit in der Bildung angesiedelt werden und dass dieses Zertifikat und diese Knowledge Badge dann auch angeboten und durchgeführt wird. Und was natürlich ganz toll wäre, und das hoffen wir, dass wir auch
bei den Behörden und Regierungen beziehungsweise dann bei den Ministerien für Wissenschaft, Wissenschaftsministerien, die ja für die Hochschulen verantwortlich sind, auch da Eingang finden, sodass die das auch empfehlen für die Hochschulen. Und was natürlich ganz schön wäre, ist, dass man ein bisschen Ausgleich bekommt von der Hochschule, zum Beispiel, dass man vielleicht 2 Semesterwochenstunden einmalig erlassen kriegt, wenn man das Zertifikat macht. Das ist so ein bisschen Traum von mir. Für andere Sachen kriegt man auch eine Reduktion und ich glaube, das wäre tatsächlich sinnvoll, weil es ist eben schon auch ein Aufwand, aber es lohnt sich. Jetzt kommt die Frage, wie kann man an den Piloten teilnehmen? Welche Voraussetzungen gibt es? Also teilnehmen eben per können Sie sich anmelden. Ich habe Interesse. Und dann, wir werden einfach den Kurs freigeben. Das heißt, da können alle drauf, sie können sich selber organisieren, wenn sie wollen, als kleine Lerngruppe, dass man sagt, jetzt machen wir alle Einheit 1 und dann sprechen wir drüber in der Woche und eine Woche drauf, dann Einheit 2, dann reden wir drüber. Es gibt auch Aufgaben, die man machen kann und dann miteinander besprechen kann. Im Team lernt sich es immer besser, das wissen Sie, aber manchmal ist auch vielleicht nur möglich, allein zu machen. Also der Kurs ist einfach ganz beliebig, steht zur Verfügung und die Examen, die werden wir dann anbieten über IAAP Dach. Wir werden sicher eines hier in Stuttgart machen an der Hochschule der Medien. Das heißt, man muss dann vor Ort kommen. Das ist dann keine Online-Prüfung beim Examen, sondern wir möchten schon auch sicherstellen, dass alles mit rechten Dingen zugeht. Da müssen Sie dann ein bisschen reisen, wahrscheinlich dann auch in Bielefeld. Und an anderen Orten, die dann eben auch bereit sind. Im Moment wird es wahrscheinlich, werden es die Orte sein, die eben auch am Shuffle-Projekt teilnehmen, wo man da mitmachen kann. Ansonsten gibt es eigentlich keine Voraussetzungen. Sie sollten natürlich vorher gelernt haben oder Sie kennen sowieso diese Umfrage gerade gibt mir Mut, dass Sie schon ein gutes Grundwissen haben, aber sollen sich vorbereiten und dann kommen Sie. Eine Stunde lang wird der Test geschrieben. Können Sie Ihren eigenen Rechner mitbringen oder einen Rechner gestellt kriegen am Austragungsort? Und Sie bekommen dann auch gleich das Ergebnis mitgeteilt. Also das ist so, dass es dann gleich, wenn Sie absenden klicken am Ende, dann wissen Sie auch hinterher sofort, ob Sie bestanden haben oder nicht. Das ist ein Unterschied zu den anderen, zu den IAAP-Zertifikaten, wo man erst mal 2 Monate warten muss. Ja, ich hoffe, ich konnte das so beantworten. Und auch bei den Examen hat ja Anja schon gesagt, können wir, wenn Sie eine Einschränkung haben, Nachteilsausgleiche gewähren. Aber Sie müssen das dann schon irgendwie belegen über Ihren Behindertenausweis oder so. Und es gibt dann bis zu doppelter Zeit als Nachteilsausgleich. So ist es ja auch bei IAAP üblich. Das Examen selber wird auch einfach als Online-Kurs geschrieben, also auch aber in einem anderen Moodle-Kurs. Und Sie kommen dann nur rein vor Ort, wenn Sie vor Ort erscheinen. Und dann gibt es eben einen Einschreibeschlüssel, den kriegen Sie dann vor Ort mitgeteilt und können dann in den Kurs rein und Ihr Examen genau eine Stunde lang schreiben. Das läuft dann individuell ab, diese Zeituhr. Und hinterher, wie gesagt, kriegen Sie gleich das Ergebnis. Und wir wollen es einfach möglichst wenig Bürokratie, möglichst wenig Aufwand machen mit allem, und möchten also, dass Sie dann auch maximale Zeit rausholen. Wir haben zum Beispiel auch darauf verzichtet, auf diese CAECs, was noch es Ihnen was sagt, CAECS. Also es geht um diese, das ist bei IAAP so üblich, dass man Weiterbildungspunkte erwirbt, wenn man sich weiterbildet. Und man muss das dann auch immer einreichen und belegen, dass man eine Weiterbildung gemacht hat. Das kann eine Konferenzteilnahme sein oder das kann auch sonst was sein, wo Sie ein Webinar besucht haben und so. Aber das müssen Sie dann immer per Screenshot belegen und dann nochmal schreiben, worum es ging. Und deswegen wollen wir das ziemlich einfach machen hier und sagen, okay, 5 Jahre lang gilt's und danach muss man halt nochmal die Prüfung machen und da werden dann die Prüfungsfragen ein bisschen ausgetauscht sein. Und jetzt habe ich tatsächlich den Kurs online, das heißt, ich vorher nicht ging. Die Grafikkarte ist eingebaut. Also ich kann einfach nur mal kurz zeigen, die Module habe ich schon genannt. Ich gehe jetzt mal ins Modul 1 rein, Grundlagen. Und jetzt gibt es halt Lektionen, in dem Fall die Lektion 1.1, Begriffsbestimmungen.
Dann steht dabei Lernzeit, 27 Minuten, und immer auch das Lernziel dabei. Und dann kann ich zum Beispiel hier reingehen und wenn ich dann, ich kann das kennzeichnen als erledigt, und kann dann am Ende auch ein Quiz machen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel hier weitergehe in dieser Lektion, die hat mehrere Teile. Und dann, Moment, ja, weitergehe. Also das ist halt wie so in Moodle die Lektionen aufgebaut sind. Das mit dem Bearbeiten, das werden Sie nicht sehen, das sehe nur ich, weil ich eben hier die Editierrechte habe. Und ich gebe dann immer Quellenangaben zu jedem Artikel. Hier ein Schaubild, Exkursion, Integration, Inklusion. Also das kann man auch, wenn Sie wollen, für die Lehre verwenden, wenn es ums Thema Barrierefreiheit geht, so die Grundlagen. Was ist Universal Design? In 12 Minuten ist schon eine Herausforderung, das so kurz darzustellen, aber wir haben es probiert. Dann diese 7 Prinzipien und dann noch ein Video mit eingehängt, das auf YouTube läuft und Quellen. Und jetzt komme ich in das Quiz rein, weil ich jetzt den ersten Teil des Moduls 1 fertig habe, also die erste Lektion. Und dann haben wir wieder hier wahr oder falsch, so wie gerade eben auch. Und dann kann ich die Quizfrage einreichen. Manchmal gibt es auch mehrere Quizfragen, in dem Fall ist es nur eine. Und ich kann diese Quizfragen hier beliebig oft machen. Beim Examen ist natürlich, hier kriege ich auch gleich gezeigt, was richtig war und was falsch war. Beim Examen ist es natürlich so, dass man nicht eine Einzelfeedback auf die Fragen bekommt, sondern nur am Ende bestanden oder nicht bestanden. Und beim Examen können Sie auch nicht jetzt jede Frage einzeln nochmal machen, sondern da müssen Sie den neuen Termin ausmachen, wenn Sie wiederholen wollen. Ja, könnte ich doch noch ein bisschen was zeigen hier, wie das live aussieht. Und wie gesagt, ab Herbst spätestens können Sie dann auch selber draufgehen. Und ob Sie das Examen machen oder nicht, können Sie dann immer noch später entscheiden. Sie können einfach mal anfangen zu lernen, sich den Kurs anschauen. Aber es hilft natürlich, wenn man sich ein Ziel setzt, vielleicht auch als Lerngruppe. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn nicht, dann war es auch schön. Ja, wir haben ja alle noch zu tun. Dann danke ich für Ihr Mitmachen und ich poste nochmal die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Da, wie gesagt, da kommen dann auch die Ankündigungen dieser Pilotphase. Und hat mich gefreut, dass Sie dabei waren. Die Aufnahme werden Sie dann später sehen auf unserer Webseite, die ich vorher auch angegeben habe oder die dann eben auch über den Newsletter bekannt gegeben wird. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen begeistern. Es wäre schön, wenn Sie mitmachen beim Pilot dann später und ich wünsche Ihnen noch viel Erfolg bei allem, was Sie tun für die Barrierefreiheit an Hochschulen. Tschüss. Tschüss.